einfach nur wow. Ich hätte nie gedacht, dass sich hinter einem Spiel, von dem ich noch nie gehört hatte, so eine Granate befindet. Hier spielt Ryosuke, ein Schüler, der ein Baseballast ist. Auch seine Freunde sind in anderen Sportarten talentiert. Nachts gehen sie aber alle zusammen auf Verbrecherjagd. Da kommt dann Lord Vicious, der sein eigenes dunkles Sportevent plant. Er zieht alle in seinen Bann, außer Ryosuke, kann ausweichen und ist somit die einzige Chance, seine Freunde und die Welt zu retten. Bad Boy hat anfangs ein eher basic Moveset. Springen, Schlagen und eine Art Dagobert Duck Pogo-Sprung. Haltet ihr die Schlagtaste gedrückt, ladet ihr den Schläger auf und könnt ihn werfen. Das braucht ihr, um Türen zu öffnen, könnt es aber auch als Sprungschanze benutzen, um an höhere Ebenen zu gelangen. Besonderheit bei Bad Boy, er wird seinem Namen gerecht und viele Projektile könnt ihr mit dem richtigen Timing zurückschlagen. Ihr habt eine kleine Oberwelt à la Shovel Knight, mit Shops und noch zusätzlich Level, für die ihr aber Fähigkeiten braucht. In den Shops könnt ihr Energie- und Angriffspunkte erweitern. Dafür müsst ihr mit Diamanten Samen kaufen, die ihr in den Levels sammelt. Die Samen sind aber auch ein Collectable in den Level und teils gut versteckt, aber es lohnt sich, sie zu suchen, um sich eben zu verbessern. Die Levels sind sehr abwechslungsreich und setzen immer neue Techniken ein. Manche Elemente hat man hier und da schon mal irgendwo gesehen, aber das muss ja nichts zwingend Schlechtes sein. Ich liebe auch die Aufmachung, dass das Thema Sport allgegenwärtig ist. Die Hauptgegner in den Levels sind Schweine, die oft nicht nur ein Sportoutfit haben, sondern ihre Attacke auch etwas mit einem Ball oder Sportgerät zu tun hat. In einem Geisterhaus könnt ihr euch schrumpfen lassen, um so durch kleine Wege zu kommen. Aber auch die Zeit verlangsamen in einem anderen Level, indem man auf einen roten Orb schlägt. Am Ende einer jeder Stage wartet in den meisten Fällen einer eurer Freunde, die noch im Besitz von Gegner sind und die verlangen oft einiges ab. Jeder hat sein eigenes Muster und zwei Phasen. Die erste Phase geht immer noch recht gut von der Hand, aber die zweite hat mich bei den späteren Bossen oft wahnsinnig gemacht. So dass ich sogar eine kleine Pause einlegen musste. Habt ihr aber einen besiegt, so bekommt ihr eine Fähigkeit von ihm, die euch nach dem Kampf in einem spielerischen Tutorial beigebracht wird. Unter anderem einen Grappling Hook, Doppelsprung, Schutzschild, Bälle werfen, Walljump oder auch einen Dash. Ihr seht, es erweitert das Moveset enorm und es zahlt sich auch aus, mit den Moves bei den Bossgegnern durchzuprobieren, da man sich einen kleinen Vorteil verschaffen kann. Egal was ihr davon verwendet, es kostet euch so einen grünen Angriffspunkt, die ihr dann wieder auffüllen könnt, entweder mit einem Getränk oder am Checkpoint. Der Soundtrack tut auch das, was ihr bei so einer Art Spiel tun sollte, nach vorne peitschen und zum Mitsummen einladen. Die Spielzeit von ein bisschen über 4 Stunden für 15 Euro geht für mich voll in Ordnung. Möchte man alle Collectables finden, dauert es wahrscheinlich noch länger. Ich für meinen Teil bin absolut überrascht von der Qualität von diesem Spiel. Die meisten Spiele dieser Art müssen sich hinter Shovel Knight einordnen, aber Bad Boy ist so ziemlich gleich auf, da die Variation im Leveldesign und die neuen Moves für reichlich Abwechslung sorgen. Ich habe es auf meinem Steam Deck gespielt, gibt aber auch für alle anderen Konsolen. Steht ihr also auf Action-Plattformer im Retro-Stil, kommt ihr um Bad Boy echt gar nicht herum.